Twitch hat Probleme. Und zwar massive. Nicht Twitch, sondern die API. Twitch hat eine API geändert und Stream Elements und Stream Labs haben praktisch ein Update gemacht. Und das führt zu maximal möglichen Verzögerungen, Verdopplungen, Verschlucken von Alerts und. Du kennst ja meinen Social-Befehl, Idewert, ne? Derzeit läuft der Social-Befehl so. Da muss ich nicht mehr zu sagen, oder? Also wir haben wirklich extreme Verzögerungen drin in dem Zugang von dem Streamlabs-Bot und Stream-Elements-Bot zu Twitch. Ja? Da gibt es massive Verzögerungen. Ja, ist richtig. Wenn ihr also irgendwas dotiert, ja, dann sagt mir bitte Bescheid, wenn der Alert nicht kommt. Ja? Das ist ganz wichtig. Weil das wäre schade, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Ne? Wieder mal das Abwarten angesagt. Ja, sie haben ein Update angespielt, ja, und haben relativ schnell festgestellt, dass da Scheiße passiert. Und dementsprechend haben sie darum gebeten, dass sie kurz ein bisschen Luft kriegen. Ja, und haben das entsprechend auch gemacht und arbeiten seitdem hart an einem Fix. Ja. Aber dadurch, dass das Stream Elements und Stream Labs betrifft, hat Stream Elements keinen Scheiß gebaut, sondern ist Tatsache die API von Twitch, die da Scheiße baut, weil die die Eingabe, praktisch die Serverkommunikation maximal verzögert. Also irgendwas ist da im Busch. Ja. Die Alerts werden teilweise doppelt angezeigt oder ja nicht oder kommen dreimal die Chatnachrichten. Ja. Zum Beispiel in der 333-Bit-Alert dotiert, kann es sein, dass die Textnachricht dreimal kommt oder einmal kommt und in 10 Minuten nochmal. Ja? Das hatten wir bei Walle gestern. Und das ist sehr interessant. Ja? So, die isolierende Karte machen wir mal aus. Wa? 1901 wurde der Wodka offiziell eingefügt. Okay, siehste, wieder was gelernt. So, wir gehen mal hier ein bisschen in der hoch, und zwar auf 10 Meilen, wa? 10 Meilen brauche ich ungefähr, um zu sinken. Ja, das ist ein guter Wert. So, dann nehmen wir rein die Position, die Data. Waypoint, WX und die Approach. Approach-Daten. Den Scheiß sieht mir nicht an. So, Barometer. Nivellieren wir mal auf 0, wa? Ah, das passt schon. Also wird der mindestens 3 Jahre vorher schon die Wahl sein. Ja. Also, sag mal, vor 60.000 Jahren, 54.000 Jahren, irgendwo bei der Vladivostok haben wir den Wodka schon mal getrunken. Also, ja. Kartoffelschnaps gibt es schon sehr lange, kannst du glauben. Den gibt es nicht erst seit 100 Jahren, kannst du wissen. Wenn ins der Menschheit wirklich, was man der Menschheit wirklich ankreiden muss, ist, dass sie alkoholische Getränke am schnellsten erfindet, wie die funktionieren. Ja? Das war mit Bier so, das war mit Wein so und das war mit Sicherheit auch mit Wodka so. Warum schreist du mich an? Warum nur Moskauer? Stolzita heißt die Hauptstadt. Und der Wodka heißt Dolchincha. Noch Fragen? Okay. Gut. Nee. Alle check. So, wie gesagt, bevor ich dir bestelle, gebe ich dir den Link und du sagst mir, ob der okay ist oder nicht. Das rennt ja nicht weg. Das ist ja nichts, was wir heute oder morgen machen müssen. Wir haben ja ein paar Tage Zeit dafür. So, also, Parkbremse müssen wir noch rausnehmen, wa? Die ist noch drin. So, zack. So, das Ding ist programmiert. Wir gehen auf die externe Sicht, ja, damit die auch was hört. Ich mache die Triebwerke ein bisschen leiser. Weil, glaube ich, hinter uns steht noch einer. Der will, glaube ich, auch starten. So, Flaps sind auf 10. Bremse rein, 70%. 30 Sekunden warm laufen lassen. Und Stormrider, mein Lieber, moin. Wir sind gerade bei Vampire in der Nähe. In Australien. Wie geht's dir, mein Lieber? Alle schick? 100% und raus geht's.
Da kommt der Weinexperte. Ja, da so sieht's aus hier. Ganz gut soweit, das ist schön. Das ist schön. Jobmäßig hoch alles klar, mein Lieber. Nicht zu viel Stress, dass du in Ruhe ins Wochenende kommst. So, und hier müssen wir jetzt gucken, das ist der Effekt des Flightradars, ne? Flightradar 24 Injection, die ist so performant, dass ich hier jetzt nur noch 5 oder 6 FPS habe, ne? Das ist praktisch. Und anders als die meisten heute gefühlt, habe ich heute nichts getrunken. Ah, okay, macht ja nichts. Und ist ja vorbildlich, ne? Mein Lieber. Nee, wir sind vorhin notgelandet auf der Wolga, auf der zugefrorenen Wolga mit 500 Tonnen Gewicht. War ganz okay. Und so, Flaps rein. Mit der Schüssel hier, ja, auf der Wolga, war ganz cool. Werde ich bei TikTok reinsetzen mit Airplane Crash und Wolga Notlandung und alles sowas, ja. Und das war. Manchmal hilft es. Also, wie gesagt, es ist ein 11:12 Stream, aber ja, manchmal braucht man Ablenkung von der Realität. Ne? Das ist klar. Du gehst jetzt schlafen, mein Lieber. Schön, dass du da warst, Steve. Ne? Und wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Egal in welcher Hinsicht, alles ist wichtig hier. Ja. Das ist der Telespargel von Australien. Ne? Das kennt, glaube ich, jeder hier. Nö. Noch nicht. Ein bisschen Krach machen in Australien hier, wa? Ich wollte euch das Theater hier in Australien nochmal zeigen, das da. Ja. Extra für unseren lieben Vampire. So, und jetzt fliegen wir zu Vampire nach Hause, ne? Ja, läuft zur Heule. So, jetzt fliegen wir zu Vampire nach Hause. Da waren wir ja schon mal, ne? Hat schon einen Sitzen, glaube ich. Hast du gesehen, wie der gestartet ist? Ja, ich habe. Nee, das waren die FPS. Und zwar, das ist hier, Idewert, das ist das Flightradar. Das hier, diese Tool FSLTL. Das injiziert praktisch den Live-Flugverkehr. Warte mal, ich zeig dir das mal. Ich mag diese Pause. FSLTL ist ein Tool, was den Live Flugverkehr von dem Portal Flightradar 24 hier rein initiiert. Ja? Hier kannst du dann einstellen, wie viel. Ich habe also 200 Meilen, 10 und da bricht meine Performance einfach weg. Ja, das ist einfach die Grafikkarte und die CPU, die schafft das einfach nicht. Ja, das ist klar. Und hier, deshalb bricht die gerade auf so einen Hof, auf so großen Flughäfen, wo der Bodenverkehr die echten Flugzeuge mit den echten Designs werden eingespielt. Also wenn dann DL-Flug startet, ist dann DL-Flug. Ja. Die lokalen Bodenfahrzeuge haben echtes Design und, und. Also das spielt diese Tool alles in Echtzeit ein. Ja. Und das zieht natürlich tierisch an der Performance. Hier bräuchte ich also nicht den 5800, sondern schon die 7900er CPU oder ein 13900. Ja. Die habe ich einfach nicht und die 5800er schafft einfach die Abfolge der Daten nicht. Ja. Das ist ganz einfach. Ja. Deshalb brach die FPS-Zahl da ein und ich hatte praktisch nur noch 2 FPS und damit dann zu starten ist natürlich sehr schwierig. Ja, das ist klar. Aber wir haben es ja geschafft. Ich habe ja Crash-Daten drin und insofern. Bei 3,5 Promille würde ich anders fliegen, kannst du ja wissen.
So, dann werden wir mal ganz höf vorbildlich über Sydney fliegen und den Vampire mal besuchen, wa? Aber er ließ ein Trümmerfeld, ja. Die Gärtner wollen auch was zu tun haben, oder? Am stärksten brechen eure FPS übrigens ein bei Heathrow in London. Ja. Heathrow ist einer der schwierigsten Flughäfen im Flugsimulator. Nicht vom Anflug her, sondern von den Szeneriekomplexität her. Heathrow ist einer der komplexesten Flughäfen. Und wenn du da mit FSLTL zum Beispiel die Daten hochziehst, hast du da noch 0,4 oder 0,5 FPS oder so. Ja. Egal, völlig egal, welches System du hast. Da kannst du dir echt deine Performance runterbomben. Habe ich noch die Bremsklappen draußen? Ja. Aber ihr werdet, ne? Ja. Passt schon. Aber wer noch nie in Sydney war, ne? Ich blende hier oben mal die Karte ein, da wisst ihr auch, wo ich bin. Und dann kicken wir mal in die Live-Daten. Die Live-Uhrzeit wäre jetzt bitte 8 Uhr morgens, ja. Jetzt fliegen wir wirklich in Echtzeit in Sydney. Also so wie das jetzt hier aussieht, sieht in Sydney Tatsache aus. Und hat was, glaube ich. Oder? Genau. Wie gesagt, die Cockpit-Warnung sind von der 747-800, also mit der Antonov Overspeed, ja. Ja. Ich meine, ich bin bei 60% und gehe in die Übergeschwindigkeit, ja. Das ist natürlich Schwachsinn. Ja, könnte man theoretisch. Gut, in der Realität natürlich, aber Hallöchen, mein Lieber. Aber das wert, ne? Wenn du dir so eine halb gefrünschte erzählt, die maximale Realität war jetzt, wenn du dir so eine Folie ans Fenster klebst, dann Handy dran hängst, wa? Und, dann definierst, auf welchem Server man ist, ne? Und dann praktisch aus deinem Fenster. Oder aus, wenn du zum Beispiel, wir haben es vorhin gesagt, wenn wir zum Beispiel einen Kollegen, einen Streamer-Kollegen, der ist neulich nach Teneriffa geflogen, nach Fuerteventura. Und ich kann ja hier über FSLTL praktisch die Live-Daten einspielen. Ja? Ach, halt die Klappe. Und dass er da eine Folie an sein Flugzeugfenster klebt, ja? Und dann draußen auf der Folie durch das Fenster sieht, wer im Flugsimulator draußen seinen Flug begleitet. Ne? Fett Demon. Das wär doch richtig halt. Hart, oder? Oder hier zum Beispiel, wie du gerade sagst, ne? Wenn du in Sydney wohnst, ja. Oh, Strommasten hier. Wenn du in Sydney wohnst und dann dir so eine Folie ans Fenster klebst und auf der Folie dann siehst, dass irgend so ein Irrer draußen mit einer Antonov 225 mit 500 Tonnen in Bodennähe über Sydney ballert. Ja? Das wär doch was, oder? Ja. Das hätte doch was, oder? Von einem Realitätsfaktor her wäre das doch schön. Ist nicht empfehlenswert. So, was ich nicht esse, kann ich auch nicht trinken. Ich gehe mal ein Bier nachfüllen. Alles klar, mein Lieber. Jetzt muss ich bei der Kurve ein bisschen aufpassen, sonst kratzt mein Flügel nämlich eine Grille in den Beton. Das wollen wir ja auch nicht. So, wir fliegen jetzt nach Bathurst, einem sehr kurzen Landebahn. Da muss ich sehr langsam einfliegen. Da waren wir schon mal, da wohnt der Vampire, ein guter Zuschauer hier von uns. Also von uns ist hier ist er selten. Aber bei Desmond ist er sehr oft und bei Furthermore ist er sehr oft. Und hier war er auch schon. Und das wäre schon richtig cool, wa? Ja. Aber gut, ne? Die Bauunternehmen wollen ja auch Geld verdienen, oder? Meinst du nicht, Idewitt? Wir kümmern uns nur um das Wohlergehen der Baufirmen. Ja, ist ja ganz klar. Ist noch das falsche Cockpit, wie gesagt, nicht meckern. Da hat man neulich schon einen, der gemeckert hat. Ja. Es kommt die originale, echte Antonov kommt ins Spiel.
Ja, mit dem Game Update 27 oder spätestens mit dem nächsten kommt die originale AN225 kommt in den Flugsimulator. Ja? Direkt aus den Antonov-Entwicklerbüros. Ja? Da kann ich also nur jedem, der mit so einem Riesenkoffer mal fliegen will, durchaus empfehlen, noch ein bisschen zu warten und sich schon mal darauf zu freuen. Ne? Das wird richtig geil, wirklich. Ja? Also dieser Koffer kommt, wie gesagt, in den Flugsimulator im Original. Ja? Wenn ihr jetzt reingeht, zum Beispiel, wir sind ja, ich kann euch das ja zeigen, ich fliege auf dem Server Europa West. Wer jetzt mitfliegen will, Fat Demon zum Beispiel, wenn du auch fliegst, ne? Klar. Wir hatten neulich schon einen, der uns immer begleitet auf unserer Welttour, Europa Westen. Und die Antonov, der sieht mich als Cessna oder so. Ja? Keine Ahnung. Wenn er dieses Baum ist, das ist ja Freeware, was ich hier fliege. Ja? Und der sieht mich natürlich als Cessna da rumgurken, ja? Was sehr interessant ist. Aber die kommt ins Spiel. Dieser Koffer kommt im Original ins Spiel. Antonov kooperiert mit Microsoft in beide Richtungen. Ja? Microsoft sponsert Antonov sehr viel, um die originale Antonov wieder auszubauen. Oh, da bist du ja bei mir um die Ecke. Ach so. Bin aber schon von Tegel aus gestartet und mal über mein Haus geflogen. Ah, okay. Ich wohne in Marzahn übrigens. Also bist ja gleich um die Ecke hier bei mir. Ja, aber Tegel, wie gesagt, da gibt es auch viele Diskussionen drüber. Ja. Aber es gab keine andere Wahl. Tegel musste geschlossen werden. Ah, Prenzlberg, oh, das ist ja cool. Prenzlberg habe ich meine Lehre angefangen. In der Kastanienstraße bei Metallmöbel. 1988. Schon ein paar Tage her. Und da die Firma. Und ja, das ging auch zu DDR-Zeiten, Insolvenz anmelden musste. Ja, bin ich praktisch 1988 bereits direkt nach dem Start von meiner Lehre zu VEB Bärenquell gewechselt. Ja. Also ich habe in Schöneweide in der Bierbude gelernt, als Facharbeiter für Betriebsmesssteuer und Regeltechnik. Sehr cool. Aber Prenzlberg ist Kasernenallee. Da gab es damals ein Unternehmen, das hieß Metallmöbel Berlin. Das hat praktisch die Campingmöbel hergestellt. Ja? Wenn du Prenzlberg von der Schönhauser Allee in die Kastanienallee reingehst, auf der linken Straßenseite, 250 Meter. Da habe ich angefangen zu lernen. Ja. Ich selber habe damals in Karlshorst gewohnt. Ich bin ja 72er Baujahr, ne? Fat Demon. Also ich bin schon 51, sieht man ja, glaube ich. Ne? Und dementsprechend. Oderberger Straße arbeitet, oh cool. Facharbeiter für Betriebsmesssteuer und Regeltechnik habe ich gelernt. Also Facharbeiter für Betriebsmesssteuer und Regeltechnik. Den Beruf gab es damals im Westen noch nicht. Dementsprechend habe ich nach meiner Prüfung den Instandhaltungsmechaniker bekommen. Also einen wertlosen Beruf, ja klar. Aber passt schon. Und in der Brauerei, ne? VEB Getränkekombinat Berlin, Betriebsteil Bärenquell. In der Schnellerstraße. Da habe ich gelernt. Und man kann das auch noch sehen. Ja. Woran erkennt man, dass einer in der Brausebude groß geworden ist? Ja. Man hat den originalen Flaschenöffner. Also jeder, der jetzt aus dem Osten kommt, der kennt diese Flaschenöffner. Ja. VEB Getränkekombinat Berlin. Ja. Ganz logisch. Ich wohne quasi Bornholmer Straße, genau im Grenzübergang nach Wedding. Getränkenachschub ist Prost, sagst du? Okay, also, Prost, meine Lieben. Ja, hör auf zu heulen. Ich fliege einen Antonov, keine Boeing. Bei einem Antonov gibt es kein Overspeed. Blödsinn hier. Ja, ich hau schon den Bremsklapp raus. Also, die Warnungen sind aus dem 747-Cockpit. Ja? Die 747 in Bodennähe kann eben bloß 350, die Antonov nicht, die kann viel mehr. Dementsprechend kriegen wir die Warnung, aber die originale Antonov kommt ja, wie gesagt, ins Spiel. Wer schreit mich an? Ich musste nach auch 8 Jahren um die Anerkennung meines Akademieabschlusses kämpfen, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also da ist viel Scheiße gelaufen, ne, damals am Anfang, bei nach der Wende und das ist sehr, sehr unschön. Aber gut, ne? Wir haben es alle überlebt. Und haben uns alle irgendwie hier getroffen. Das ist doch cool.
So, wenn wir in Bathurst gelandet sind, womit ich mir noch nicht ganz sicher bin, weil die Landebahn scheiße kurz ist, das hatten wir letztes Mal schon. Warum ist die Musik eigentlich aus? Ich habe euch die Karte mal eingeblendet, damit ihr das auch sehen könnt. Nee, Ide wird diesmal kein Bier verschütten. Nee, Schreck, sagst du? Nee, die Schreck-Alerts sind andere. Ja. Die haben alle mit 3 Stellen oder mit 4 Stellen in Bit, in die Bits zu tun und haben meistens so was mit einer 6 zu tun. Oder mit 3. Der ist schön, nicht schreckhaft. Nee. Kein kleiner Scherz nebenbei. Welchen Flughafen? Vertimen, welchen Flughafen meinst du? Was? Das ist eine Rennstrecke? Echt? In Australien? Echt? Meine Alerts funktionieren nicht. Oh, das ist scheiße. Ja. Kannst du nur versuchen, mal den Browser neu zu laden, aber ja, ist kacke. Ne? Mount Panorama, okay. Kennst du dich da aus? Dann musst du mich da mal leiten. Ein Kollege, ein Bekannter von uns aus dem für vom Zuschauer, der bei Desmond und bei meine bei dir. Ja, das kann sein, wegen Stream Elements, ne? Ja, das ist richtig, das ist Kacke. Aber ist dann halt so. Ne? Das kann sein, dass Stream Elements alle löscht. Ne? 12 Stunden von Bathurst waren wir 2 Wochen. Ah, okay. Ich verknüpfe mein Stream Elements Konto gleich neu. Dazu muss ich aber erstmal landen, Idewert. Dein 111er, vorhin hat der funktioniert, ne? Oder meinst du die Sound Alerts? Meinst du die Sound Alerts oder die Bit Alerts? Welche von wem funktionieren nicht? Die Sound Alerts muss ich eventuell neu verknüpfen. Das kann sein, die habe ich noch nicht neu verknüpft. Aber wie gesagt, da ist momentan sehr viel im Argen. Dadurch, dass Twitch da was geändert hat und die ganzen Portale und Bots sich anpassen müssen, ist es momentan mit den ganzen Nachrichten im Chat sehr schwierig. Ne? Da kann man froh sein, dass der Chat funktioniert, habe ich den Eindruck. Da gibt es also sehr viele Probleme. Kein Stress. Die Sound Alerts sind ja, die, da sind auch welche mit Bits drin, ja. Da muss ich die neu verknüpfen, ja, ist richtig. Das habe ich vergessen, ja. Das ist Tatsache korrekt. Den Stream Element Spot habe ich praktisch deconnected. Den Rechner neu gestartet und alles neu connected mit Twitch. Deshalb funktioniert der einigermaßen. Jäger hatte jetzt dann zum Beispiel dasselbe Problem. Da kamen teilweise überhaupt keine Nachrichten. Dann kamen sie irgendwie 3 Minuten später oder eine Viertelstunde später. Das ist irre. Bei Piro kamen die Nachrichten zweimal, teilweise dreimal. Bei Macht nicht diesen auch. Also total super. Ja. Das Update ist richtig gut gelaufen. Und also was auch immer die da geändert haben, da sollten sie dringend dran arbeiten. Ne? Aber da kann natürlich sein, dass ich die die Sounds dann neu verknüpfen muss. Wäre Sound Alerts, ne? Aber ich habe es mir auf vermerkt im Kopf. Ja. Na, solange nur einmal abgebucht wird, ist alles gut, wa? So, nehmen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit raus, wa? Ah, okay. Okay, sehr gut. So, Flaps 1. Flaps 5, mal ein bisschen bremsen. Flaps 10. Schlüssel langsam einbremsen hier. Ja, Full Flaps. Die Landebahn ist scheiße kurz in Bathurst. Ne? Wo ist denn die? Wo ist denn der? Der Flughafen ist im Osten von Bathurst, die Rennstrecke im Süden. Ah, okay.
So, wir lassen, wie gesagt, die Bremsklappen draußen und gehen mit der Leistung nach oben, weil die Bremsklappen reinziehen, es geht schneller als die Leistung der Triebwerke hochfahren, ne? Alte Trägerregel. Wenn der Träger Quali hat, also die CCPPL, CCMPL, so, der wisst das. Also wer jetzt in dem Haus da wohnt, schuldig bitte. Aber es geht gerade nicht anders. So, geh down. So, neulich hier waren, hat uns der liebe Vampire gelandet, geleitet. Ne? Aber wir können ja mit dem Helikopter weiterfliegen dann. Wir können ja, wir landen in Bassas, verdienen, ne? Und dann steigen wir in den Helikopter um, machen einen neuen Flugplan und gurken hier mal eine Runde rum. Das geht ja auch. Stört ja nicht weiter. So, jetzt ist nur das Problem, dass ich das sehen muss, ne? Genau, damit lange Asphaltstreifen kommt. Irgendwo landet. Wir sind vorhin auf der zugefroren und Wolga landet. Also runter kriegen wir die Kiste irgendwie schon. Frage ist nur, ob wir auf der Landebahn landen oder auf dem Taxiway. Ich habe jetzt bloß keine Lust, die Eilers-Daten rauszusuchen. Wir landen lieber auf Sicht mit VFR. Das macht viel mehr Spaß. Wie gesagt, man kann sich hier wirklich an wirklich echte Flugrouten, an die Flugkorridore halten. Da gibt es extra an der Seite ein Tool, was man seit Flight Sim oder wie das heißt oder Simplan oder wie auch immer, wo man die echten Flugpläne mit den Ein- und Ausflugrouten, mit den Flugkorridoren und alles dran halten kann. Man kann sich mit echten Menschen im Tower unterhalten, das gibt es auch. Ja. Man kann also wirklich die Realität in wirklich Echtzeit nachstellen. Das hatte ich früher, das brauche ich nicht. Ich will aus Spaß fliegen. Und das macht also mir viel mehr Spaß. Aber das geht alles, na ne? Klar. Logisch. Und der ist auch zertifiziert in der Theorieausbildung hier zum Beispiel. Ja. Simbrief, genau. Simbrief und Watzim, genau. Ich vergesse die Namen immer. Das ist, seht mir das nach. Ne? Und Simbrief ist Tatsache ein sehr interessantes Tool. Wer also realitätsgenau lernen will zu fliegen, kann ich nur empfehlen, sich die Flight Academy zu kaufen. Das ist ein Zusatztool, was man sich kaufen muss. Ja? Und das ist auch zertifiziert für die Theorieausbildung in der PPL zum Beispiel. Ja? Das war beim FSX schon so und das ist hier im Flugsimulator 2020 genauso. Ja? So, jetzt muss ich den kleinen Mini-Flughafen noch finden. Muss ich den Hobel nur noch finden hier. Hier zum Beispiel, das ist ein Grafikbug von Microsoft. Ne? Und zwar wird der Himmel zu hell dargestellt. Ja? Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das zu beheben, zum Beispiel. Also wer einen Tipp hat, wie ich das zum Beispiel aushebele, diese zu helle Darstellung des Himmels, dann mir immer bitte im Discord schreiben, ne? Weil das ist manchmal echt nervig. Aber du kannst dagegen fast nichts tun. Ne? Ihr seht noch weniger. Da hinten ist er. So, geh down. So, Fahrwerk ist draußen, ne? Jetzt ist draußen, sicher. So, da hinten ist die Landebahn, glaube ich. Amulu, mein Lieber. Na? Ja, wir sind gleich da. Wir sind gleich bei Vampire, Amulu. Wir sind vorhin auf der zugefrorenen Wolga gelandet. Dafür möchte ich gerne 333 Lobe haben. Wie geht's dir, mein Schatz? Alle check? Du siehst ja, ich bin ein bisschen bewaldet ums Kinn, aber wenn das Gutachten fertig ist, dann kommt der Wald wieder ab, ne? Ganz klar. Da kommt ein Spitzbart hin.
Kannst du dich schon mal noch freuen? Sieht aus wie so ein Zickenbart hier. Bin ich ein alter, gnatziger Zickenbock. Alles schick, Gandalf. Sagst du, ja, passt schon, wa? Du bist mit Hogwarts durch, ne, Ermulu? Du warst ja schon fertig, oder? Wo ist denn diese mistige Landebahn? Ich sehe die wieder nicht hier. Kurz vor dem Pennen gehen wir zu essen. Achso, nee, passt schon. Wo ist dieser Scheiß? Da ist er. Muss mich mal kurz konzentrieren. Wie gesagt, Amulu, ne? Hier in der Nähe wohnt der liebe Vampire. Den kennst du ja auch, ne? Ist der im Chat? Alter, egal, was du da machst, sieh zu, dass du Land gewinnst. Hier kommen 500 Tonnen an die Bügelt. Also, verschwinde. Max Breaks. Dann nickt der vorne dich richtig ein vorne, wa? Die Schüssel. Das sieht übrigens lustig aus hier. Der Riesenkoffer hier im Basis steht. Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, ich komme hier nicht mehr hoch. Ne? Also wenn die Kiste hier steht, steht sie hier. Das haben wir letztes Mal schon probiert, als wir mit Vampire zusammengeflogen sind. Die Landebahn ist zu kurz, um die Schüssel hier zu starten. Also die steht jetzt hier für immer. Ja? Also können wir ganz in Ruhe einen Whisky auspacken. Und Speedbreaks rein und Flaps rein. Wir gehen mal zur Seite. Aber so kann man auch landen, ne, Amulu? Also, jetzt muss ich.